Was bezwecken Sie mit der Ausstellung Die Stille? Die Bühne der Stille ist unser Teil, das Thema Verhältnis und Wahrnehmung von künstlicher Intelligenz und Social Media aufzubrechen. Die Frage nach Realitäten, die einfach ein großes Thema sind, offenzulegen und einen Dialog aufzumachen, weil wir glauben, dass es speziell im Kulturbereich viel Stille gab und gibt, und wir möchten mit unserer Bühne dazu teilhaben, dass wir die Stille ein wenig aufbrechen. Wo haben Sie denn diese Stille im Kulturbereich besonders empfunden? Es ist einfach, Remscheid ist ein schweres Pflaster in Anführungsstrichen, weil wir eben umzingelt sind von Städten wie Düsseldorf, Köln, Wuppertal, die kulturell einfach anderes Aufgebot haben, weil sie größer sind. Es aber nichtsdestotrotz in Remscheid ganz, ganz viele Juwelen gibt, die leider so oft eben nichts voneinander wissen, weil alle in ihren eigenen Küchen arbeiten. Und wir versuchen, auch im Sinne vom Verein Hashtag 5630, diese Mauern ein bisschen einzureißen und miteinander zu denken, um da eben Stille einfach verklingen zu lassen. Jetzt hat die Ausstellung vor etwa 3 Stunden begonnen. Es gab schon einige Besucher. Haben Sie Reaktionen? Das ist einfach natürlich ein kontroverses Thema, aber allein die Möglichkeit, auf die Bühne zu kommen, das Theater ganz anders zu erleben, ist für die meisten Leute einfach schon ein Riesenzugewinn. Zu der Thematik selber, das ist kontrovers, und das ist eben den Dialog, den wir aufmachen möchten. Aber grundsätzlich eben das Theater so auch in einer intimen Atmosphäre erleben zu dürfen, das ist ein Riesenmehrwert, den die Leute heute Morgen auch schon direkt wiedergespiegelt haben, weil es sehr außergewöhnlich ist. Wie finanzieren Sie die Geschichte? Das Projekt ist ganz, ganz viel mit Eigenmitteln finanziert, aber eben auch jetzt zum Großteil gibt es eine Förderung vom Kultursekretariat mit dem Theotto-Theater selber, weil die als Co-Produktioner oder Co-Produzenten mit auftreten, und es gibt die Förderung Spielraum, die uns maßgeblich dabei unterstützt, dass wir hier heute auf der Bühne sein dürfen. Ein Projekt, in dem die Besucher selbst zum Akteur werden können, habe ich gesehen. Genau, das ist eine interaktive Ausstellung. Wir haben das gesamte Projekt mit einer Schulklasse vor 2 Jahren angefangen zu entwickeln. Das heißt, es basiert auf ganz, ganz persönlichen Gedanken, Erfahrungen und Erlebnissen mit künstlicher Intelligenz und mit sozialen Medien. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass das Freiversum Stellvertreter einer neuen Realität ist, und es quasi so offen gestaltet, dass man das immer weiter entwickeln kann. Und der Besucher auf der Bühne hat die Möglichkeit, seine Gedanken bei uns zu lassen, um das eben auch als Fundament für die weitere Entwicklung, wohin auch immer die Reise gehen darf im Freiversum, dass wir die aufgreifen können und so eben die Möglichkeit haben, dass jeder Besucher Teil der weiteren Geschichte wird.